Okay, dann starten wir doch mal Halo. Kampagne, oder muss ich Multiplayer von vornherein reingehen? Na, Alter, ich hab doch keinen Plan. Okay, sehr gut. Schwierigkeitsgrad, einfach, normal, heldenhaft oder Legendario? Oh Gott, ey. Oh. Also legendär ist halt räudig. Deswegen ist es auch, ihre Gegner sind ihnen zahlenmäßig haushoch überlegen und jagen sie unerbittlich. Können sie dieses Schlachthaus überleben? Ja, ich spiele es jetzt eigentlich das erste Mal so richtig. Von dem her, sag an, wie wir es machen. Ich finde es halt, es ist halt, glaube ich, auch ein wenig lustig, wenn es halt ein wenig schwerer ist. Weil ansonsten, ja, keine Ahnung. Okay, dann hauen wir einfach und normal schon mal weg und dann heldenhaft oder legendär. Legendär ist krass. Ich bin Anfänger, der kannst jetzt nicht gleich legendär reinhauen. Ich bin ja auch nicht mehr geübt. Also. Ich habe heldenhaft jetzt genommen. Cortana, haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und sie sind... vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer TCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Zug, Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, jetzt werden wir diesen krakenköpfigen Kotzbrocken zeigen, dass sie sich keinen schlimmeren Feind hätten aussuchen können als die menschliche Rasse. Wir werden diese Saftsäcke in Stücke schießen, bis uns die Munition ausgeht und sie dann mit ihren eigenen Eingeweiden erwürgen. Habe ich recht, Marines? Sir, yes, sir! Mhm, klar habe ich recht. Und jetzt raus, Ausführung! Achtung an alle, wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die die IS von nahen sehen wollen, heute ist euer Glückstag. Wow! Gut, tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Guten Tag. Los, wir müssen raus hier! Begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Okay, ich bin da. Ich mach mal die Lautstärke noch mal ein bisschen runter. Das
Haben wir gerade die alles weggeballert. Audio, Sprachchat. Was nennt's mir denn im Menü? Komm ich hier raus? Zurück. Ah ja, jetzt Erinnerung speichern. Yes. Okay, ja, geile Ansage. Auf geht's, oder? Hier lang. Würde ich auch sagen. Go, go, go. Scheiße. So, Explosion vorbei und damit herzlich willkommen zu Halo 1 oder auch Halo CE für Combat Evolution. Passt. Evolved. Combat Evolved. Combat Evolved. Genau. Intro haben wir. Wir sind hier jetzt auf dem Schiff und es gibt Stress. Und ich suche den Ausgang. Marco ist mit dabei. Marco hilft mir. Wir haben Schwierigkeitsgrad heldenhaft. Und ja, sind gute Dinge. Ja, wir haben uns jetzt mal gegen legendär entschieden, weil das ist jetzt der Anfang von Andys Halo-Reise. Also, wir müssen hier lang. Wir schauen mal, dass Andi jetzt das Halo-Universum kennenlernt, weil er bisher keine Berührungspunkte damit hatte. Und deswegen fangen wir jetzt natürlich chronologisch an mit dem ersten Teil. Und weil ich ihn jetzt nicht gleich komplett hier ins kalte Wasser schmeißen wollte, machen wir jetzt mal heldenhaft. Ich glaube, das sollte trotzdem noch zu genug Toten führen. Höchst wahrscheinlich. Naja. So, wir müssen zu. Ah ja, gut. Wir haben noch keine Waffe, oder? Können wir irgendwie Faustkampf machen? Soweit ich weiß, können wir noch nichts machen. Also es ist jetzt. Ich habe jetzt auch schon ewig kein Halo mehr gespielt. Halo 4 war der letzte Teil, den ich aktiv gespielt habe. Und den allerersten Teil halt damals, als er rauskam. Von daher ist es für mich jetzt hier. Ist ja eine Zeit lang her. Bisschen bekannt, aber auch ziemlich neu. Vor allem jetzt auch mit den überarbeiteten Grafik. Aber ja, es wird schön nostalgisch. Und für Andi wird's neu. Hoffentlich, ja, neu sowieso. Und merkst du gerade, dass wir hier ein bisschen abgeschlachtet werden von den Aliens? Ja, die normalen Mitarbeiter haben hier natürlich keine Chance gegen die Allianz, das ist ja ganz klar. Ich habe mir im Intro schon gedacht, dass wir sind ja dieser Master Chief. Master Chiefs, wir sind jetzt zwei. Wir sind die Master Chiefs, ja. Ja, die brauchen natürlich jetzt unsere Hilfe, weil die kommen da allein überhaupt nicht klar. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Captain. Ich guck mal, was er für eine Mission für uns hat. Ich habe Kontrollpunkt. Captain Keys. Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterie-Ladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung. Die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit?
Nur zu. Die Mimik ist teilweise schon... Viel ja, ist schon mega. Ja gut, das Spiel ist wahrscheinlich wie alt? 10 Jahre? Das ist aber schon die überarbeitete Version. Ihre Architektur jetzt, ne? Und die der Orten ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Okay, also kann... Mal, ich glaube, man kann irgendwie... sogar umschalten auf die alte Grafik. Setzen Sie sich in Bewegung. Echt? Oh. Ja, ich glaube, dass das ein Feature war von dieser Remastered. Jim Helligkrei, Spieleinstellung, Halo CE, Halo Reach, Halo 2, Halo 3. Okay. Das ist, glaube ich, einfach nur das Interface. So. Gameplay. Ich habe jetzt nichts gefunden. Wir müssen runter vom Schiff, bevor es vollständig überrannt wird. Chief, ja. Wir müssen los. Na gut. Alles klar, Chief. Wo geht's hier raus, Chief? Weiter durch. Wenn ich's finde, gebe ich Bescheid. Chief. Alles klar. Ah, ich hab's gefunden. Sprich. Ach, du Scheiße. Wie, wo? Es ist dieser linke Knopf am Xbox-Pad. Ach, mittendrin oder was einfach? Au, herrje. Aber es schaut doch geil aus. Das ja, ist wirklich immer dieses Faszinierende. Man hat, also ich weiß noch, wie ich mir die Xbox gekauft habe, die erste. Und Halo mit dazu. Ich hab's in Erinnerung als, boah, das war grafisch einfach mega. Ja. Jetzt dachte ich mir bei der Remastered schon, ja, okay. Fragwürdig. Ja. Aber. Ja, man sieht, es geht nochmal. Es geht nochmal weniger. Ah, komm her, hilf mir, das ist ein kleiner. Ah, jetzt. Komm auch nochmal zurück. Gleich, warte. Ich musste hier das. Diese Wand. Diese Tafel hier ist besonders. Oh geil. Gott, oh Gott, wenn du umstellst, ist es einfach bloß so ein Whiteboard. Ja. Mit einem Poster und einfach fetter Screen. Nice. Marines keep it clean. So. Hey, vor allem sind es Troll-Nachrichten da? Cat found? Fist of the Unicorn. Defy the Covenant. Okay. Have you seen my goose? Nicht schlecht. Okay, gut. Jetzt nice, okay. Also wir schalten auf Alt um, oder? Was? Ist okay. Naja, du kannst gerne auf alt spielen, wenn die Zuschauer sich das reinziehen wollen die ganze Zeit. Ja, vielleicht wechsle ich mal. Ich finde es, weil eigentlich... Naja, okay. wie lade ich denn nach? Fuck. So nicht. Ah, R1. Oder RB. Lass mir welche übrig. Boah, das sind genug. Au, au, au. Jetzt habe ich eine Granate geschmissen. Die Aliens sind grundsätzlich immer die in Neonfarben, oder? Wie? Scheiße, mit RC sprintet man nicht, sondern wirft eine Granate. Da bist du, Alter! Gut, hätten wir's. Ja, es wird. Also hier die Kantine scheint schon mal geräumt zu sein. Ja, hätten wir's. Wird noch ein Stats, die hier dreiviertel Schiff. Okay. Hier geht's noch weiter. Ich folge dir einfach mal. Alter, die Steuerung. Hä? Okay. Hab ihn. Kann ich dich treffen? Wahrscheinlich nicht, oder? Lass mal testen. Oh, shit.
War nur ein Probeschuss, Bro. Also gut, Entschuldigung. Oha! Ihr Shepherds, ihr Shepherds. Wow! Okay. Shit, ich schieß meine eigenen Leute ab. Nicht schießen. Ich hab keine Munition. Ah, die wird gleich aus dem Rettungskapsel gejagt wahrscheinlich. Er tötet mehr von uns als die Aliens! Ich bin da gerade echt die schlimmere Bedrohung. So, ich lauf dir hinterher. Ja, die Mucke ist ja geil. Hier wird doch schon wieder geschossen. Halten wir doch da mal rein. Keine mehr da. Geh mal weg, Junge. Danke. Läuft irgendwo, tickt hier was. Hast du es auch gehört? Dicke. Ja, das ist, wenn dein Schild runtergeht. Uiuiui, Damage. Ja, heldenhaft hier, ne? Nicht vergessen. Ja, man darf nicht zu arrogant werden, glaube ich, aber gut, wir sind im Tutorial, also von dem her. Jetzt sichert erstmal eine Lebensleiste. Ich halt. Wow. Ich sollte mir vielleicht das Interface echt zuvor mal ein bisschen anschauen. Gut. Achtung, ich schmeiß Granate. Nur so aus Interesse, was passiert, wenn einer von uns drauf geht? Sind wir dann komplett tot, oder? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei Legendär wäre es der Fall. Ich weiß nicht, ob es bei Heldenhaft auch schon ist. Ja, ich schätze, die Frage wird sich ziemlich bald mal beantworten. Boah, ich denke auch. Alter, ich schieße halt die ganze Zeit nur gegen das Schild. Achtung, Granate! Okay. Also jetzt können wir die Frage einfach beantworten. wenn du alle Feinde vernichtet hast, komme ich wohl wieder. Aber auch die Nachricht. Ich gehe auch gleich drauf. Und schon bin ich drauf. So, das war's. Ich hab dich. Ah, du spawnst. Nice, komm mit. Am Bug. Hast du mir gerade eine gefeuert? Ja, ganz recht, Boy. Ich würde mal gerne meine Waffe wechseln. Ich habe nur diese Bobo-Alien-Waffe. Drück Y. Ach so, du meinst die komplette. Wie wechselt man die? RB muss drücken. Ah. So. Gut. Hier geht's weiter. Okay. Kann ich hier was machen? Oh, hier sind Gadgets. Sind Gadgets? Oh, ja. Hier sind Gadgets. Da waren gerade so Kasten. Ich glaube, ich habe ein Schild. Ja. Von da kamen wir, ist dir klar, oder? Nee, ist mir nicht klar. Die Granate hat ja eine Koordination ins Nirvana gefeuert. Hast du eine Granate geschmissen? Ja, weil es einfach die Sprint-Taste ist, ich sag's dir. Ja, ich such doch den Sprint-Knopf. Ich suche ihn auch schon. Oh, und ducken ist L drücken. Gott, ey, ich bin auch schon viel zu lange raus aus dem Halo-Game hier. Ne, die Waffe ist blöd. Die gefällt mir besser. Schieß auf ihn! Nice. Gut. Verbindung verloren. Sie werden 13 Sekunden getrennt, hä? Bist du okay. Noch da? Ja. Okay. Whatever. Ich hatte die Meldung aber auch, aber... Vielleicht eine Ladesequenz oder so. Kann ja sein. Egal, wir sind zusammen. Voneinander entfernt oder so? Kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, weil wir das Gebiet gewechselt haben.
Das kann sein. Oh, so, ich mach die oberen. Granate! Schuss! Schuss! Auf geht's, so, nächster. Oh, das läuft wie Butter hier. Schieß die ganze Zeit auf die scheiß Marines. Ja, hab ich auch gemacht. Passiert. Zack. Der Große nervt. Oh, ist dunkel. Ich glaube, da kam gerade eine Granate geflogen. Da kam krass eine Granate geflogen. Oh, da lauert noch einer. Knall ab. Da hinten, die fliehen. Lass sie nicht fliehen. Sie erzählen. Ich musste erstmal kurz mein Schild wieder aufladen lassen. Da ist noch einer. Den habe ich vergessen. Schlag ihn. Oh, tot. Hast du mich gerade erschlagen, Alter? Nee. Nee. Entschuldigung. Ja, es ging so schnell. Alter. Dass ich dich auch erschlagen kann? Ich wusste. Okay, jetzt hat genug. Also, haben wir auch geklärt wegen Friendly Fire jetzt, ne? Ja, das haben wir auch geklärt. So, jetzt liegt hier nämlich nur noch diese Bodo-Waffe rum. Jetzt muss ich leider einen Marine killen, damit ich meine geile Waffe wieder kriege. Ja, dann kill mal. Ja. Vorhin konnte ich die doch wechseln. Wieso geht das denn jetzt nicht? Ah, hier, von hier kamen wir. Okay. Ah, hier liegt eine Leiche. Neben der Alien-Leiche ist okay. Ja, okay. Es passiert. Komm, weiter. Gute Sache. Ich wollte eigentlich sprinten probieren und hab aus Versehen halt darauf gedrückt. Aufhalten. Wir müssen sie aufhalten. Die Rettungskapseln starten. Beeilung. Achtung, Sprenkeln werden geschossen. Die zerstören die Rettungskapseln. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt. Er führt Sie zu einem Ausgang. Läuft. Oha, Labyrinth. Ist hier irgendwo eine Disco oder was geht ab? Oh. Lauf mal zurück. Nee. Da, ich glaube, da nach rechts. Geh mal. Alter. Da rechts. Schau. Hier geht's weiter. So. Hä, wo bist du? Hä? Was? Ah, da vorne ist ein Alien. Oha, was hast du gemacht? Ups. Schau, ach, Granate, Achtung, meine hinter dir. Alter, das ist doch schon wieder. Vieh, Jasko. Geht doch schon wieder drunter und drüber hier. So wird das nix. Aber wir haben sie. Wir haben sie. So, nachladen. Hier ist ein Medipack. Wo? Ach ja. Ich hab's mir gegeben. Okay, ist okay. So. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Oh Gott. Sterbt! Vor allem, komm mal her. Jetzt schau dir mal diese detaillierte Master Chief Scannung an. Und jetzt schalt mal auf 10 Jahre zurück. Kommt einfach so der Anzug. Ach, schön. Der Raum. Ja, der ist auch voll dunkel. Oh Gott, ich spiele jetzt halt. Au! Oh, das sind rechts welche, Achtung! Ah, ich bin tot. Ach Gott. Du musst regeln. Was ist denn mit dir? Regle. Ja, ich lebe. Ich habe gar keine Waffe. Gott, geh bitte in diesen Schacht mit der alten Grafik rein. Schacht, okay. Alter, man sieht halt nothing. Achtung! Okay. Hier. Ah, ich hätte nachladen müssen. Ja, ich auch. Lass mich raus! Die haben sich alle ergeben, er schießt sie. Ich sehe gar keinen.
Da war die ganze heute. Meute. Ja, hier sind noch welche. Die Schäden an den Aufbauten sind getroffen. Das liegt doch, dass die Orte noch lange mitmachen. Oh, die Granate. Fahr! Mich hat's down. Mich auch. Doppelt tot. Es ist. Ja, bis. Ich hab wieder nicht nachgeladen. Ich hab den gleichen Fehler nochmal gemacht. Das ist ja unfassbar. Jetzt haben sie nichts gelernt. Haben sie nichts gelernt. So. Achtung, jetzt kommt wieder kritisch. Ich weiß nicht, ob das die Orte noch lange mitmacht. Irgendwie. Bist du immer aber anders da gelaufen, oder? Kann das sein? Ah, hinter uns! Nee, da ist es schon. Da ist es schon. Keine Angst. Ich wollte dich noch malen, aber dann habe ich es gelassen. Achtung, übernehmen, ja. Übernehmen. Nice. Richtig gut. Zack, ich habe Granate geworfen. Regelt. Okay. Hier geht's durch. Folge mir. Folge dir. Ah, jetzt sind wir hier. Lag dich an den Alien-Leichen vorbei. Da ist noch einer. Eine Rettungskapsel ist noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Eine ist noch übrig. Na dann schnell rein in die Kapsel. Ja, reicht hier für uns beide. Scherz. Hier. Oh. Oder? Sicher hier? Nö, ziemlich unsicher sogar. Kamen wir nicht von hier? Ich. Keine Ahnung. Ich irre auf der Suche nach Rettungskapsel umeinander. Die Marines stehen da auch rum und denken sich, warum gehen sie denn nicht in die Rettungskapsel? Bist du rein? Okay. Nee. Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen. Hau rein. Ei, ei, Sir. Hau rein. Alter, was sind denn. Ich hab gar, ist gar nicht so in Erinnerung, dass das so Arnold Schwarzenegger-Sprüche auch sind. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Keys fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Cool. Das ist so ein fettes Logo. Hey, Lord. Chief, hören Sie mich? Endlich. Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Ja. Sind die alle tot, oder was? Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Bist du noch da? Natürlich. Also, da ist er. Cool. Ah ja, so wie ich Halo kenne. Jetzt sind wir bei diesem komischen Halo-Ring da. Achtung. Genau. Mehrere anfliegende Landungsschiffe jetzt sind wir auf dem Ringplaneten. Wir sollten uns in diese Änder bitte mal die Grafik. Glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind? Weil ich sagen muss, der Ring sieht irgendwie cooler aus in der alten Grafik.
Schau dir mal den Ring an. Ja, der Himmel schaut allgemein gerade nicht mal so, der schaut irgendwie mystischer aus. Ja. Okay, na egal. So, weißt du, auf welchem Planeten wir sind? Ja, wir sind halt auf so einem Ringplaneten jetzt. Ja, okay. Auf so einem Halo. Ich erfasse tausende von Pflanzenarten. Das Ökosystem. Ich möchte ja jetzt nichts sagen eigentlich, weil die ganze Geschichte und so, das sollst du ja alles am eigenen Leibe erfahren. Ich bin drin. Und ich sag's dir auch, wie es ist. Ich weiß auch nicht mehr so viel. Oh, da fliegt was. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hin. Ja, das ist ein Alienschiff. Oh, echt? Ja. Dann versteck dich. Das ist kein Schleichspiel. Alarm. Ein Landungsschiff der Allianz hat uns entdeckt. Sie kommen. Ja, kommt's näher, kommt's näher! Hast du nachgeladen? Come on, do it, I'm right here! Nice, ich hab keinen getroffen. Achtung, das Schiff schießt. Das kann gar nichts. Nice. Plasmagranate eingesammelt, okay. Boah, da hinten sind noch Tausende. Guck mal, hier ist eine Brücke, da können wir rüber. Wo bist du denn? Das Ah! Links neben unserer Kapsel. Ich sehe, ich werde bloß gerade beschossen. Ich werde bloß gerade krank beschossen. Ich bin gleich tot. Mach doch mal Verpissimus Prime hier. Ich mach komplett Verpissimus Prime. Ah, ich lauf. Wieso habe ich so eine Kackwaffe ausgerüstet? Wie ich immer noch die ganze Zeit. Die Taste zum Sprinten. Ja, hast du dir ein paar Granaten geworfen? Oder suchst du sie einfach noch? Ich suche sie. Verzweifelt. Ich glaub. Oh, ich habe die Taschenlampe gefunden mit X. Wow. Ah, wow. Ich glaube, es gibt kein Sprinten. Ich habe keine Taste gefunden. Alter, nervt der Kerl. Können wir den abschießen? Natürlich. Was sagt es doch gleich? So, Mongo. Oh, da vorne sind Aliens. Achtung. Feindkontakt. Ja. Ich komme von der anderen Seite. Schleiche mich rum. Hab ihn! Sehr gut. Damit hat er nicht gerechnet. Und da fliegen sie. Richtig nice, Boy. Lass keinen am Leben, lass keinen am Leben. Hier. So. Alter, ich habe 380 Schuss. Gut. So, auf Dinge zum Sammeln weiß ich gar nicht. Ich muss mir hier drauf achten. Eigentlich nicht, nee, oder? Ich glaube nicht. Okay. Du kannst bei. Also, Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Rettungskapsel hinter dem Hügel los. Alienschiff, höchste Vorsicht. Munition sammelst du sowieso automatisch ein und wenn du Waffeln wechseln möchtest, dann siehst du das ja bei den Leichen. Genau, das habe ich gesehen. Okay. Da vorne sind humanoide Freunde. Helfen wir ihnen. Ah, die kleinen Pisser. So, zack. Wir haben alle. Master Chief, dachte schon, wir wären in echten Schwierigkeiten. Es sieht mies aus, Sir. Wir sind überall im Tal verstreut. Wir hatten ein Evac-Schiff angefordert. Bis sie gekommen sind, dachte ich, dass man uns abgeschrieben hat. Okay. Keine Sorge, Sergeant, wir bleiben hier, bis das Evac-Schiff kommt. Aufpassen, einem Anflug befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Ja, kommt doch her. Die Allianz sind die Bösen, habe ich richtig kapiert, oder? Ja, genau. Wer kommt mit mir? So, ich schmeiß einfach mal. Hau rein. Ich komme wieder. Das sind jetzt auch Schildis dabei.
Oh ja. So, einen habe ich. Er lebt, krank. Shit, er hat mich getrickst. Du rennst irgend so einen Typen hinterher. Ah! Okay, haben wir. Nice. Da kommt so. Das nächste. Landungsschiff der Allianz im Anflug. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Siehst du, oder? Ja, bin hinter dir. Da ballert er schon. Keine Gefangenen! Schon alles verschossen. Ja, Munition wird langsam rar. Dann musst du dir so eine Alienwaffe nehmen, wohl oder übel. Ja, wir bräuchten wieder ein paar tote Marines. Das lässt sich auch einrichten. Shit, Alter, wie wechsle ich nochmal? Y. Gedrückt halten, oder? Achso, die Waffe. RB gedrückt halten. Ah, das stimmt. Ah ja, jetzt. Das ist also die Kack-Alien-Waffe. Da war doch gerade noch. Da hinten ist ein Schiff. Da hinten ist ein Schiff. Wo ist es? Hinter der Station ist es. Alles klar, Zange. Oh, Absturz. So, was hat der? Die gleiche Kasche. Okay, ich sehe die Gegner nicht. Siehst du die Gegner? Nee. Ich hör Schüsse. Okay, vielleicht gibt's ein paar tote Marines. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Schlechtesten Beschützer. Oh, da geht's krank ab. Ja, wunderschön. Wunderschön. Zack. Alter. Zurückgeschossen. Oh! Hast du dich zerlegt? Mich hat's zerlegt. Ich glaube, ich habe die Alien-Waffe zu lange aufgeladen. Ah, der tänzelt um den Baum rum. Er macht deine Taktik. Er ist tot. Epische Musik. Mega, Alter. Komm, lass uns den Planeten einnehmen. Kommt doch schon wieder ein Schiff. Sterbt! Oh, Schildi. Schildi sind auch nur Bobs. Ach so, okay. Boah, da ist ja so glibbert dann drauf, wenn ich mit den Alien-Waffen schieße. Ja, der ist explodiert dann quasi noch verspätet. Das ist ja geil. Auf geht's. Sich's ausgeschildert. Er lebt noch, der Bob. Oh, neue Waffe. Ja, was los? Roger, Echo 419. Hier ist Feuerteam Charlie. Wir empfangen Sie laut und deutlich. Sind Sie das, Frau Hammer? Roger, Feuerteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Könnten Sie uns mitnehmen? Ich hoffe, Sie haben nicht allzu viel zu tun. Wir müssen Überlebende zur Kommandofähre transportieren. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. Wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Die alte Grafik ist wieder herrlich. Oh Gott. Oh, das ist ein Fahrzeug. Jetzt geht's rund. Es gibt Fahrzeuge. Willst du fahren? Hä, was? Das ist doch immer das riesige Feature von Halo. Na gut, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben ja nur mal... Nee, ich hab gedacht, das kam jetzt in einem späteren Teil dazu. Nee, das war, ich hab mich hinten drauf. Das war gleich im ersten Teil richtig nice. Ja, waren ja nicht viele Battle Games, die von vornherein Fahrzeuge hatten. Alter. Die geile. Nein. Ignorier das und genieß die geile Musik. Okay, ich bin wieder drauf.
Musik ist geil. Ich gehe am Berg. Verschlüsselten Kanälen. Wir sollten Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche abhören. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie geht's da weiter? Ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mal mehr sicher, ob wir zu Fuß nicht schneller werden. Jetzt fahren wir. Nein. Das ist auch gar nicht so leicht. Schön, oh. Sagte. Oha, der Jump hast du nicht mitbekommen. Nice, boy, nice. Jetzt weiß ich aber ehrlich gesagt nicht, ob ich schon wieder zurückfahre. Sag's dir ganz ehrlich. Nee, hier sind wir neu. Okay, war richtig. Oh, da sind Viecher. Oh, shit. Ah, du hast uns das Fahrzeug gleich als Deckung hingestellt. Das ist ja toll. Ja, klar. Natürlich war alles okay. Absicht. Okay. Sag, wann ich ballern soll. Baller! Scheiß Schildi da vorne. Ah, der Schildi ärgert uns. Ich hab ihn. Ballern, Junge! Ballern! Ah! Alter, du fährst wie eine. Was? Ich war überragend. Ja, du fährst zu überragend für mich, du driftest zu krass. Damit kommen wir nicht klar. Warte, irgendwo sind noch Gegner, ich höre sie. Da hinten schießt einer hinter uns, fahren wir irgendwo vor. Da ist der kleine Dudelsack. So. Da vorne war noch einer. Ja, wo ist er hin? Ah, fahr weiter. Oh, nee. Boah, hier ist Endstation, oder? Da ist allerdings Endstation. Müssen wir... Ah, ja. Hier sind noch voll viele. Ja, dann töte sie, ich bin tot. Nee, ich bin auch tot. Wieso bist du in dem... Ich bin nur kurz ausgestiegen und hast mich überfahren. So, jetzt dürfen wir das alles nochmal von vorne machen. Ich schieß. So, hier waren nämlich noch 1000 Stück. Bin gleich tot, oh. Achtung. Bist du tot? Aha. Cool. Ah, Clip krank. Nice. Ich geh mal rein da jetzt. Ja, ich geh auch rein, kein Problem. So. Hier links ist keiner mehr. Hier sind welche. Einer noch, Schildi ist da. Ich glaube, Schildi ist auch tot. Ah, nee, da ist Schildi. Hast du ihn? Ja. Okay, wir haben sie. Geben, um die Spalte zu überwinden. Suchen Sie nach einer Steuertafel oder einem Schalter. Okay. Ich schau mal links. Nach Sprinten wäre schon was Schönes. Das ist noch nicht erfunden, Sprinten. Steuertafel. Keine Ahnung, wie schaut denn hier eine Steuertafel aus? Da rennst du auf jeden Fall rum. Ah, bestimmt hier in dem Gebäude, in dem schönen, da wo wir gerade waren. Safe. Ich orientiere mich halt ab und zu echt mal mit der alten Grafik. Okay. Ja, wenn's hilft. Da geht's hoch. Hoch. Ein geheimer Gang. Alter, hier ist eine Sau, viele Feinde, kommst schleunigst her. Ja. Oh, also sie haben so einheimische Musik.
Es geht krank ab. Einheimische Musik. Ist so eine Tribal Alien Music. Und sie sind zwei große. Sie sind irre. Warte, ich schmeiß eine Granate rein. Ich hab ihnen einen Hammer gegeben. Ja, sehr nice. Ah, hier sieht's doch schaltpultig aus. Hier schaut's mega schaltpultig aus. Ah, ich sehe eins. Jetzt habe ich vor der Cutscene auf alte Grafik gestellt. Jetzt muss ich es mal in der Lappengrafik anschauen. Sehr gut. Aber schaut nice aus, die Brücke. Okay. Gut, nice, über die Bridge. Runter hier. Gibt's hier Falldamage? Nee. Nice. Ich glaube schon. Jetzt hier in dem Fall. Oh, meine Munition geht langsam aus. Ich hol die Karre. So, jetzt fahr ich mal. Du schießt. Komm, steig ein. Jetzt geht's. Auf geht's. Ah, ich bin ein richtig schlechter Fahrer. Oh Gott. Wechsel uns schon die Brücke. Alter, die Steuerung. Ich sag dir nicht mal was. Kann überhaupt ja, rücken. Die Steuerung ist. Jetzt siehst du es mal hier. Also der kann halt nicht mal. Schneller gewesen. Die Kritik ist leicht berechtigt. Ich komme mit meinem scheiß Hügel hoch. So, jetzt zweite Runde. Alter, fahr halt. Hä? Ach, ich muss mit dem Joy-Con noch machen. Ich schmier mal einstweilen nochmal eine Stulle oder so. Ja, schmier mir eine mit. Jetzt check ich's. Ja, richtig ja, krass. Ja, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, war sie damals schon. Wahnsinn. Rechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Ordnung herausgekommen. Der Captain hat ihn wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Captain Keys und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Alter, ich fahre nie wieder. Er kann auch nicht driften. Es ist ihm nicht möglich zu driften. Ach so, der geht dahin, wo die Kamera hin zeigt. Verstehe, verstehe. Jetzt habe ich es raus, Alter. Oh. War ich überhaupt richtig? Die Musik ist aber gerade so episch. Das ist schon gut so. Das ist jetzt eher fragwürdig. Zurück wieder? Nein, nee, schaut immer noch gut aus. Ach so. Ja, aber schau, was für ein guter Fahrer ich jetzt mittlerweile bin. Ja, richtig überrannt. Alter! Nee. Ich wollte... Ich wollte auch nur das Fahrzeug umheben. Aber wie unverzeihlich bist denn du? Stößt mir auch gleich eine weg. Ja, natürlich. Sonst lernst du es ja nicht. Oh, Feinde. Nice. Da sind noch zwei. Ich will ihn überfahren. Jetzt. Zack. Weg, der Kerl. Okay, ich glaube, wir müssen da rein, oder? Ja, da unten sind auf jeden Fall noch... Oh, ich fahr mal mit dem Fahrzeug noch hin. Ah. Oh Gott! Okay, und raus. Wie kann ich aussteigen? RB wieder? Ja, RB. Okay, ja, ja. Es sind 1 Million Gegner hier.
Ja, ich bin tot. Okay, wir sollten die Marines vielleicht doch nicht töten, ja. Nochmal erleben lassen. Und raus. Alter, du hast mich überfahren! Nicht dein Ernst, oder? Ja. Ich wollte, weiß ich, ich bin an 5 Gegnern vorbeigedriftet und überfahre halt einfach dich. Richtig nice. Ich bleib mal ein bisschen weiter oben stehen, dass wir nicht, Ja, ich bin gleich schon wieder tot hier. Ja, ich auch. Alter, jetzt weiß ich nicht, wie schmeißt man die Granate? Keine Granaten, ich raste aus. L2 wollte ich gerade sagen, aber es heißt anders. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ich auch. Weiß, was du meinst. Die Marines chillen auch hier ihr Leben. Warum denn? Ja, dann können wir sie genauso gut umbringen. Nee, die wollen aber auch nicht sterben hier. Die wollen einfach nicht draufgehen. Bin schon wieder tot. Oh, shit, sind es viele. Versteck mich denn, vielleicht spawnst du dann. Ich lock sie zu den Marines. Ja! Ja! Hat funktioniert. Alter, Schildi, was willst du hier? Stirb mal. Bam, Schildi. Er hält einen Schlag aus, Ja, er killt mich fröhlich. So, das ist noch der Mutant, der Große. Ja, ist er tot? Nee, das ist bloß so ein kleiner Spongi. Bart. Nee, da ist schon noch einer hier. Bin tot. Zurück. Rückzug, lass mich. Geh zu den Marines. Da ist auch noch so, da ist auch noch so große. Hinter dir. Oh Gott. Zu den Marines, die Marines sind wieder. Ja, ich bin da. Boah. Warte, ich halt volle Knäcke rein, keine Munition, egal, beide schießen. Zack, nächster. Da unten lungert noch einer. Okay, wo? Direkt an dem Gebäude. Ich habe ihn mit grüner Kacke beworfen. Er ist dort. Nice, Alter, nochmal reinhauen, komm. Als Sieg. Okay, na cool. Okay. So, da kommt ein Schiff. Ich habe eh nicht getroffen, ist okay. Kommt da Munition? Ach nee, das ist für uns. Unsere Munition haut gerade ab, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, das stimmt. Die hätten wir jetzt eigentlich noch alle killen sollen. Ja, das Schiff verdüselt sich, das war's. Zurück ins Fahrzeug. Okay, wo haben wir das geparkt? Ach, da sehe ich schon. Ja, du kannst wieder fahren. Sicher. Ich hab mich hinten auf die Gatling. Hier die Frage ist, wohin? Ja, fahr mal den Berg rauf wieder. Oder müssen wir da in das Lager rein irgendwas aktivieren? Sie haben ja irgendwas von einer weiteren abgestürzten Kapsel gefasst. Ja, ich glaube, wir müssen so eine Rettungsaktion machen. Ja, wahrscheinlich den anderen Weg. Nice. Wo war denn da der Eingang? Ja, nimm jeden Stein mit. Der andere Weg. Ich bin noch rechts hochgefahren. Ja, weißt du ganz genau, wie die Steuerung ist. Ja. Fahr weiter. Da geht's weiter. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja. Los. Nee. So, jetzt. Ich schätze mal da drüben. Da blinkt's auch. Ja, genau das meinte ich. Da müssen wir hoch. Da ist ein Alien! Ah! Lieber Feind! Nice! Das wollte ich vorhin auch machen, da habe ich dich erwischt. Ja. Das ist richtig.
da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Du kannst ja noch drauf. Ach so, shit. Ja, von wo schießt da einer? Ah, da oben. Shen. Oh, der hat eine Granate! Auf mich! Die hat an mir gehaftet, ich konnte nicht fliehen. Und er lacht sich einfach einen ab. Das war so einer von diesen kleinen Spackos, weißt schon. Ja. Exekutieren. Jetzt. Bist du wieder da? Ja, ich bin da. Hast du gerade eine Granate einfach so feist da reingeschmissen? Ja, das ist einer. Oh, ich wollte da hochjumpen. Egal, ich geh außen rum. Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchführen. Zack. Ich bin schon unten. Das ist auch für die Humans. Humans. Und Schildis, sau für die Schildis. Alter, ich geh schon wieder drauf. Ich hab Granate geschmissen. Oh, du bist da. Sehr gut. Oh, ich bin ins Nichts gefallen. Nein, sag mir nicht, du bist gesprungen. Nee, ich hab einfach nicht gesehen, dass da ein Abgrund war. Ist der gerade reingejumpt, der Kerl? So, okay. Da geht's weiter. Zack. Sehr nice. Okay, ich bin wieder draußen. Jo. Sau für die Gegner. Also zwei. Wo sind die Gegner? Hinter uns! Sie haben uns angekreist! Jo, bin tot. Ich hab ne Granate an mir dran! Das war's. Lass die Marines sterben. Granate geschmissen. Geht's doch raus, Marines. Sieht gut aus. Oh Gott! Bin einfach in eine Granate reingerannt, ich Idiot. Ja. Ein schöner Anblick. Ich schleife mich von hinten an. Ha! Überraschung! Komm mit dir zur Hilfe! Okay, ja, komm mal schnell zur Hilfe. Okay. Ja, hätten wir. Weiter. Ich hab doch gerade Geschrei gehört von so einem kleinen. Ja, so ein kleiner. Oder so. Was hat die Cortana gerade gefasst? Wo das Schiff ist. Wo sind sie? Alter, ist unsere Rettungsmission abgestürzt oder was? Was soll man das jetzt sagen? Marine? Okay. Was okay? Ja, was gibt's zu tun hier jetzt? Hier chillt noch ein Grunt. Okay, war jetzt die Rettungskapsel schon da? Ja, jetzt kam hier gerade ein. Ah, Flugzeug, jetzt sehe ich es, genau. Okay, die haben sie schon geholt. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Mhm. Weil geradeaus ging es ja auch noch. Wir waren jetzt links und rechts. Wo ist denn unser Fahrzeug jetzt wieder? Oh Gott, das stand am Eingang, glaube ich, haben wir es geparkt. Ja, wo ist denn der Eingang? Au. Ich glaube, ich hab's. Ja. Ich hab schon wieder eine Granate verbolzt. Ein toter Marine, sehr gut. Zeig wo. Ich hab ihn schon geblendet. Ich steige ein, ich bin da. Jetzt habe ich die Steuerung auch langsam raus. Passt. Okay.
Gut, dann fahren wir zurück. So, jetzt hier lang. Sicher? Nee. Safe nicht der richtige Weg.